Herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute habe ich mir mal ein ganz, ganz wichtiges Thema rausgesucht, vielfach von euch gewünscht. Und ja, dann habe ich gedacht, dann wollen wir das heute mal abliefern. Also, ihr wisst, jetzt im Moment werden wieder unsäglich viele Klassenarbeiten geschrieben. In so ziemlich jedem Fach bis Weihnachten ist jetzt hier High Life. Und die Frage, die von euch kam, war, wie lernt man eigentlich richtig für eine Klassenarbeit oder was kann ich machen, damit die Klassenarbeit richtig gut klappt? Und ich habe mir überlegt, hey, ich habe da mal 10 Tipps für euch. Und 5 davon beziehen sich auf die Zeit vor der Arbeit und 5 davon während der Arbeit. Also, fangen wir vorne an. Als allererstes, und das ist vielleicht auch das Allerwichtigste, früh anfangen. Wenn du den Termin kennst, und natürlich führst du ja einen Terminkalender, dann trägst du das da ein. Und von da an fängt praktisch deine Lernzeit an. Und damit du die Lernzeit auch richtig effektiv nutzt, machst du dir einen Lernplan. Also, nehmen wir mal den Bereich Mathematik und du weißt, in der Klassenarbeit kommen 6 verschiedene Themen dran und du hast 10 Tage Zeit. Dann machst du jeden Tag 1 dieser Themen. Du teilst dir also diese große Menge an Lernstoff auf in 6 kleine Bereiche und lernst sie einzeln. Und wenn du dann am ersten Tag das erste Thema lernst, dann machst du am zweiten Tag das zweite Thema, wiederholst aber natürlich das erste Thema. Und durch dieses immer und immer wieder Wiederholen kommt das richtig gut in den Kopf. Und das ist vielleicht so dieses ganz, ganz große Geheimnis beim Lernen. Das Wiederholen. Wiederholen, wiederholen und wiederholen. Weil das brennt sich in deine Birne und dann kannst du das. Und das erklärt gleichzeitig auch, warum eben dieses ich lerne am letzten Tag halt überhaupt nicht klappt. Wenn du am letzten Tag anfängst zu lernen, dann könntest du einer von denen sein, die sich hinterher darüber beschweren, dass sie ein Blackout hatten. Ein Blackout, also du kannst dich an nichts erinnern, was du gelernt hast, entsteht immer dann, wenn du zu viel Stoff in allerkürzester Zeit versuchst zu lernen und dann eben Stress und Druck hinzukommen. Und das ist nicht förderlich. Also erstens, einen vernünftigen Lernplan machen. Zweitens, und das ist genauso wichtig, finde deine Lernmethode. Die mag immer unterschiedlich sein, ich erzähle euch aber meine. Und dann müsst ihr überlegen, ob die zu euch passt. Meine ist das Lernen mit Lernkarten. Das funktioniert so. Ich schnappe mir das Buch oder das Heft oder was auch immer und lese es. Und zwar aktives Lesen. Das bedeutet, ich unterstreiche die wichtigsten Sachen. Habe ich ein Kapitel fertig, dann schreibe ich mir, also Schritt 2, die wichtigsten Sachen raus. Und zwar in meinen eigenen Worten, um zu prüfen, ob ich es verstanden habe. Dann werde ich in Schritt 3 das, was ich rausgeschrieben habe, in kleinere Abteilungen gliedern und bei den Karteikarten, ganz wichtig, immer in fester Reihenfolge. Ich übernehme Skizzen, Schaubilder oder Merksätze, alles was dazugehört. Und dann, wenn ich das alles fertig habe, dann lerne ich nur noch mit meinen Karteikarten, die ich gelernt habe. Weil dann weiß ich schon, wie das Ganze funktioniert und ich habe das Ganze schön aufgeteilt. Und übrigens, das nennen wir mal Tipp 2,5. Ganz einfach, beim Lernen, also wenn ihr so richtig dabei seid, Glotze aus, Musik aus, Handy aus. Das ist Lernzeit und echte Lernzeit bedeutet volle Konzentration auf die Sache. Keine Ablenkung, ab in euer Zimmer, Tür zu. So muss das sein. Tipp Nummer 3, den machst du bitte erst, nachdem du Nummer 2 fertig hast. Und das bedeutet, du suchst dir einen Lernpartner oder eine Lernpartnerin. Am besten klappt das immer dann, wenn ihr das gleiche Ziel habt. Ihr wollt also beide eine gute Arbeit schreiben, dann könntet ihr beide das Team bilden und gemeinsam lernen. Wichtig ist, ihr beide habt vorher schon gelernt. Das heißt, ihr bringt beide schon Wissen bzw. Vorwissen mit und könnt euch dann auf einem gewissen sprachlichen oder inhaltlichen Niveau austauschen. Und dann ist es egal, ob der eine besser oder schlechter ist. Ihr werdet auf jeden Fall voneinander profitieren. Der Schwache oder der Schwächere wird von den Guten lernen und der Bessere wird durchs Erklären lernen. Weiter geht's, Tipp 4. Und Tipp 4 ist die absolute Geheimwaffe. Für mich das Allerwichtigste. Lernen durch Erklären. Wenn du also mit dem Lernen fertig bist und wenn du mit einem Lernpartner gelernt hast, dann suchst du dir irgendein Opfer. Ja, es ist tatsächlich so. Ist völlig egal, wer es ist. Das kann dein kleiner Bruder sein, der vielleicht noch gar nicht sprechen kann. Mutter, Vater, Freunde, ganz egal. Und der muss sich das Ganze oder die muss sich das ganze Elend anhören. Du erklärst das ganze Thema rauf und runter. Denn wenn du es irgendjemandem erklären kannst, dann ist das die höchste und beste Art des Verstehens. Kannst du es erklären, hast du es nämlich verstanden. Deswegen
gibt es auch übrigens diese ganze Schülernachhilfe von Schüler zu Schüler. Die, die am meisten profitieren, sind nämlich nicht die, die da mit ihrem Nachhilfelehrer sitzen, sondern die Nachhilfelehrer, die sind immer im Thema. Ne? Kleiner Tipp, funktioniert übrigens auch bei Lernvideos. Hä? Also, Lernen durch Erklären, die absolute Geheimwaffe. Tipp Nummer 5, und das macht ihr bitte auch immer. Und jetzt nicht erschrecken, warum der Pauker das sagt. Ich meine das wirklich ernst. Macht euch vor der Arbeit am letzten Tag, wenn ihr nicht mehr so viel lernen müsst, weil ihr euch einen guten Plan gemacht habt, dann macht ihr euch einen Spickzettel. Ihr setzt euch irgendwie hin und macht einen richtig schönen Spickzettel. Schön klein, damit nicht viel drauf passt. Und diesen Spickzettel, wenn ihr ihn fertig habt, mit allen wichtigen Sachen oder alles, was ihr denkt, was wichtig ist, den lest ihr euch ein paar Mal durch. Und dann morgens, bevor ihr zur Schule geht, schmeißt ihr den weg. Den braucht ihr nämlich dann nicht mehr, weil ihr könnt es dann sowieso. Und ihr habt dann praktisch die Zusammenfassung noch mal besser im Kopf. Und mit den 5 Tipps, da bin ich mir sicher, werdet ihr eine gute Arbeit schreiben. So, das war Part 1 und jetzt kommen die Tipps für in der Klassenarbeit. So, weiter geht's. Tipp Nummer 6 und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn du in der Arbeit sitzt, Ruhe bewahren, locker bleiben, cool bleiben und führe dir immer vor Augen, hey, du kannst es ab jetzt sowieso nicht mehr retten. Was du bis jetzt nicht gelernt hast, wirst du auch nicht können. Also locker bleiben. Und auch die Besten haben in ihrem Leben mal eine Arbeit verrissen. Und wenn du eine verrissen hast, ja, dann machst du die nächste halt wieder besser. Also cool bleiben, locker bleiben. Du wirst es nicht ändern und es bringt gar nichts, wenn du jetzt nervös bist. Das ist das Erste. Du brauchst alle deine Nerven jetzt, um richtig abzuräumen. So, Aufgabe 2 oder Nummer 2 in der Arbeit, also sprich Nummer 7, ist, hör genau zu, was der Lehrer sagt. Am Anfang ist es ja fast üblich, dass ihr gemeinsam die Aufgaben durchgeht. Ne? Jedenfalls ist das bei meinen Arbeiten so. Und da hörst du nochmal ganz genau zu. Und du passt die ganze Zeit genau auf, weil das ist ja nichts anderes als das Durchlesen der Aufgaben. Und wenn er dir noch irgendetwas sagt, was da vielleicht nicht steht, so ein kleiner Tipp oder irgendwas zu einer Maßeinheit oder was auch immer, dann machst du dir sofort eine Notiz bei dieser Aufgabe. Okay, also alles genau durchlesen. Und wenn du das gemacht hast, dann weißt du schon mal, wo holst du als allererstes die sicheren Punkte. Und die Aufgaben, die machst du zuerst. Also alles, was du sofort weißt, machst du dann fertig. Und das ist auch total egal, ob der Lehrer hinterher die Aufgaben suchen muss. Wenn du zuerst Aufgabe 3, 7, 11 und dann Aufgabe 17 machst, dann ist das so. Hauptsache, du markierst das. Der Lehrer, der wird das schon finden. Und genau so holst du dann deine Punkte. Zuerst alle sicheren Punkte. Und wenn du die sicheren Punkte hast, dann holst du dir die Punkte, die zwar etwas länger dauern, aber die du auch dann holst. Und zum Schluss machst du erst die Aufgaben, bei denen du dir nicht so sicher bist. Und Tipp Nummer 8 ist, wenn auch total albern, aber fertige Aufgaben werden abgehakt oder durchgestrichen, damit du einfach nichts vergisst. Weil es ist ja Stress und es ist Hektik. Und wenn du mit irgendwas fertig bist, durchstreichen, damit du genau weißt, ich habe das erledigt. Und übrigens, Profi-Tipp, einmal auf die Rückseite gucken. Unbedingt. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüler bei meinen Klassenarbeiten schon vergessen haben, auf die Rückseite zu gucken. Obwohl ich es natürlich immer x-mal sage. Also immer auf die Rückseite gucken. 9. Keine Zeit verschwenden. Und genau so, wie ich sage, ist es. Niemals und wirklich niemals gibst du vorher ab. Du nutzt die Zeit komplett aus. Bist du tatsächlich früher fertig, dann ist das toll. Dann hast du eben noch Zeit, um nachzurechnen. Oder um alles nochmal zu lesen. Oder um die Rechtschreibung zu prüfen. Oder um die Aufgaben nochmal zu vergleichen. Niemals gibst du vorher ab. Die Arbeitszeit wird komplett genutzt. Und wenn du in der letzten Minute noch einen Punkt holst, dann ist vielleicht der Punkt der Unterschied zwischen 1, 2 oder 3. Also das machst du immer. Und Tipp Nummer 10. Und ganz ehrlich, das ging mir schon als Schüler unglaublich auf den Sack. Ne? Das ist jetzt mal ein Tipp für die guten Schüler unter uns. Wenn du so ein guter Schüler bist und sowieso bei dir die Frage eigentlich nur lautet, ist es eine 1 oder 2, dann erzähl bitte hinterher deinen Mitschülern nicht, oh, ich hab's total verkackt, oh, es war überhaupt nicht, das war ganz, ganz schlimm. Weil wenn du dann 2 Wochen später oder eine Woche später oder einen Tag später die Arbeit auspackst und wieder eine 1 und die beste Arbeit hast, ey, dann nervt das irgendwann. Ne? Also, wenn, dann nach der Arbeit bitte ehrlich. Wenn man es verkackt hat, ja, dann hat man es eben verkackt. Dann sagt man einfach, okay, das war heute nichts, weil ich habe mich wohl nicht gut vorbereitet. Aber ich glaube, wenn man das will und ein Ziel vor Augen hat und vielleicht diese letzten 9 Tipps anwendet, ich glaube, dann hat man eine ganz gute Chance.
Also, das sollen meine 9 kleinen Tipps für eine gute Klassenarbeit sein. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, hilft euch das? Macht ihr das so? Oder habe ich was vergessen? Gibt es noch irgendeinen super Tipp, den man wissen muss? Sowas wie, setz dich günstig hin? Naja, gut, das werde ich wohl nicht erzählen. Also, ich bin raus, ihr seid dran, okay? Das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.